Klingelingeling! Da kommt der Eiermann! Da kommt der Weihnachtsmann zur Weihnachtsfolge von Pfiffige Ziffern. Schön, dass ihr mit dabei seid und dieses herrliche, herrliche Fest mit uns feiert. Ein Fest von, ach, woran denke ich da bei Weihnachten? Konsum, billige Preise, Rabatte, Prozente, Prozente, Prozente. Und alle, die noch keine Weihnachtsgeschenke eingetütet haben für dieses Jahr, die sind heute goldrichtig. Denn wir werden die besten Weihnachtsgeschenke für euch finden, die ihr noch schnell bestellen könnt und damit die Welt ein bisschen schlechter macht. Bei Pfiffige Ziffern, jetzt. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern, mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Komm. Bleib mal du bei dir. Also klar, Weihnachtsstimmung hin oder her, aber kuscheln müssen wir nun wirklich heute nicht. Dafür kuscheln wir mit euch da draußen. Florentin hat es schon richtig gesagt. Wir bringen euch so langsam in Weihnachtsstimmung. Bist du denn persönlich schon in Weihnachtsstimmung? Oh ja. Ich liebe Weihnachten, ich liebe Kapitalismus, ich liebe Konsum. Ich will Materie. Ich will konsumieren, ich will etwas auspacken und es dann kurz angucken und dann wegwerfen und so viel Müll produzieren wie nur möglich. Herzlich willkommen bei Pfiffige Ziffern, die schäbigste Sendung auf Rocket TV, denn wir schauen. Ist aber beliebt. Naja, wirklich, ist wirklich beliebt. Weil ich werde oft angesprochen auf der Straße und dann heißt so, hey, finde ich echt cool, bin mal weniger pfiffige Ziffern. Ja, ich finde sie eigentlich, sie wäre beliebt, aber sie wird ja nie ausgestrahlt. Also Florentin und ich, wir zeichnen jede Woche eine Folge für pfiffige Ziffern. Warum eigentlich? Wird nie ausgestrahlt. Wir haben mitten unten in der Regie liegt ein ganzer Stapel CDs, wo immer die Folge drauf gebrannt wird. Ein ganzer Stapel CDs von unveröffentlichten pfiffige Ziffern. Du weißt ja, wie das läuft. Man produziert hier bei Rocket Beans S und versucht es dann zu verkaufen. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann wird das halt einfach. Versucht man es als Frisbee. Genau, und wenn das dann nicht klappt, dann sagt man, gut, oh, von mir aus, dann strahlt's halt aus. Meist funktioniert ja nicht mal das als Frisbee, diese CDs. Also, wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Man sieht es vielleicht oder auch nicht, weil den Tisch sieht man sowieso nicht. Hier ist eine herrliche Dekoration. Man spürt's. Zuschauer spürt es, glaube ich, auch, weil wir sind in Weihnachtsstimmung und wir haben heute den 3. Dezember und da fängt es für mich schon langsam an. Das ist so wie so ein Schneeball, der ganz oben Anfang am Hügel fängt er an zu rollen, wird immer größer und größer und größer. Und am Ende steht ein wohlig gesinnliches Weihnachtsfest, das sich herrlich herbeisehnt. Also man möchte es ja gar nicht meinen. Ne? So ein Florentin Will würde man ja nicht als Weihnachtselfe einschätzen. Der alte, zynische, verfressene Spanger. Ja. Aber tatsächlich Spanger. Ist er ja schon so ein kleiner Weihnachtsmann. Ne? Ja. Also ich weiß noch, als wir noch zusammen wohnten, dass du da schon auch mal die Zimmerpflanzen dekoriert hast. Ja. Mit so der einen oder anderen Weihnachtskugel. Ja. Also da hast du mich überrascht. Gehört für mich einfach dazu, muss dabei sein. Und ich sag mal, es muss doch nicht immer der große Baum sein. Es muss doch nicht immer der teure Adventskalender sein, meine Güte. Du musst doch nicht immer die Rentierdekoration haben. Nein, Weihnachten findet nur zu 80% im Geldbeutel statt. Aber die letzten 20%, die sind immer noch ganz tief hier drin. Im Solarplexus? Nee, ein bisschen höher. Im, hier oben so ein Raum, Halsrechen. Dritten Halswirbel. Nee, wenn man mal so richtig räudig einatmet. So, das ist für mich Weihnachten. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Naja, so ein bisschen durch Räucherstäbchen bedingt wahrscheinlich. Also bei pfiffige Ziffern, wir drucksen hier so ein bisschen rum, weil wir heute mal ein bisschen früher gestartet. Florentin und ich, wir haben gesagt, komm, sofort, los geht's. Aber viele stellen sich ja um 7 Uhr einen Wecker, 19 Uhr einen Wecker und wollen es live schauen. Deswegen warten wir vielleicht noch ein, zwei Minütchen. Räuchermandel, war das bei euch ein Thema? Bei uns in Bayern gibt's das Räuchermandel. Mandel. Was ist das? Das Männchen, sowas heißt. Und das ist einfach nur so ein Räucherhütchen und dann hast du so eine kleine Figur und dann kommt es dem zum Mund raus. So, es ist wie so ein Nussknacker. Kenne ich auch, ja. Und da kommt Rauch zum Mund raus. Und das war als Kind immer, ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Weil der ist aus Holz, aber trotzdem scheint der auf irgendeine Art zu rauchen. Zu rauchen, toll, ne? Meistens mit einer Pfeife und auch für Kinder wahrscheinlich Pfeife in der Hand. Ein sehr gutes Signal. Wie sieht's bei dir gerade in der Wohnung aus? Was hast du dir da dekoriert für Weihnachten? Ja, absolut schäbig. Also meine Wohnungsinventar besteht zu 90% aus Merch, das ich hier irgendwie bekommen habe, eingeschickt habe. Senf wahrscheinlich von den Zuschauern. Wahnsinn, ey, wirklich, ich habe wirklich schränkeweise, es ist wirklich kein Witz, schränkeweise Senf. Ich habe wirklich mal ausgerechnet, wie viel Senf ich konsumiere in der Woche.
und wie viel ich auf Vorrat habe. Und ich glaube, ich müsste irgendwie 240 Jahre alt werden, um das noch alles wegzukonsumieren. Aber die Chancen stehen nicht schlecht. Was viele ja nicht wissen, ein jeden Tag. Die dir diese Geschenke schicken, ist ja, dass Florentin Senf hasst. Ja. Ne? Also es war ja, ursprünglich ist der Running Gag ja entstanden, weil ich immer so senfige Finger hatte. Ja, und in du dieser darüber, Sendung, ja. Du hast dich ja immer das war schon lange vorher. Beschwert darüber, dass ich immer alles voller Senf hatte und das hast du ja nicht gemocht. Und jetzt schicken die Leute literweise Senf. Guck mal, was das für ein Bild. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Och, herrlich. Ah, sind wir jetzt im Anime-Modus? Das mag ich ja auch hier mit Clash of the Titans und Deathway und so. Ich finde das toll. My Hero Academia und ja, so. Ja, genau, dieses Zong-Zong-Gadgetto-Ding. Ich finde das alles geil. Auch über die Weihnachtstage einfach mal schön abschalten und einfach mal so 16 Staffeln irgendwie Snoopy durchbingen. Warum denn nicht? Wer hält euch davon ab? Niemand hält euch ab. Niemand kommt bei euch zu Hause, klopft an, da macht ihr nichts an die Tür auf und dann werdet ihr verhaftet dafür, dass ihr 16 Staffeln Snoopy am Stück schaut. Das wird nicht passieren. Seid doch nicht albern, seid doch nicht dumm. Das wird nicht passieren. Ihr könnt das einfach so machen. Wie ist das, Florentins Leben ist ja basiert ja auf verschiedenen Traditionen im Jahr. Im Sommer geht's immer schön an See, campen, bisschen saufen, bisschen Bong rauchen. Muss sein, muss auch und sein. Und im Winter, beziehungsweise in der Weihnachtszeit, schaust du dir ja immer noch mal die Hobbit-Filme an. Nee, die Herr der Ringe-Filme. Ne? Ja, richtig. Ist schon soweit? Schau ich an. Im Dezember geht's immer los. Ich streue aber auch immer so das ganze Bonusmaterial mit rein. Da habe ich jetzt hier und da schon mal reingeguckt irgendwie. Mhm. Und ich habe das alles digitalisiert und toll. Es ist immer schön. Ich mag's schon, hast du schon einen Film geguckt? Nein, das noch nicht. Ich mag vor allem auch das so lang zu strecken. So hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen snacken, mal zum Einschlafen, irgendwie noch mal eine halbe Stunde Auenland irgendwie mitnehmen. Mhm. Ich finde das toll. Ich mag das so ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Weil ich bin ja ein Highspeed-Mensch. Ich bin ja eigentlich 11 Monate im Jahr, bin ich auf Hochgeschwindigkeit getrimmt. Also wirklich, ich sag mal so, die Blitzerbriefe stapeln sich bei mir zu Hause. Ja. Da kann ich drauf essen, sag ich mal. Das ist so hoch wie ein Esstisch. Aber diesen einen Monat im Jahr, den gönne ich mir dann schon, um ein bisschen die Handbremse einzulegen. Finde ich gut. Dann lass uns jetzt mal die Handbremse wieder lösen, denn wir wollen mit Vollgas ins erste Produkt reindüsen. Es ist pfiffige Ziffern, das heißt, wir müssen nicht Klicks von irgendwelchen Videos erraten oder schätzen, sondern wir müssen den Preis von Produkten auf Amazon erraten. Jetzt habe ich 4 Fragen. Die erste lautet folgende. Wie viel steht's? Genau. Wie sehen die Kronen aus? Haben wir da was? Ansonsten ja, das war ja der Grund, wieso. Nein, das ist Bullshit. Bullshit. Ich meine, das ist Bullshit. Das ist doch Quatsch. Das ist doch gefaked. 18:2 steht's momentan. 18. Das ist nicht so. Und das ist der einzige Grund. Liebe Leute da draußen, ich habe euch erhört. Community, ich habe euch erhört. Ihr habt geschrieben, ey, macht viel häufiger pfiffige Ziffern, ist total geil. Ich habe gesagt, voll gerne, machen wir weiter. Florentin Wieler hat gesagt, nein, ich kann das einfach nicht. Ich bin da voll schlecht. Lars gewinnt jedes Spiel. Wir machen das nicht mehr. Ja. So, und ich wäre halt megamäßig dafür, dass wir das häufiger produzieren. Ne? Ich muss ja irgendwie aufholen können. Das ist immer das Ding. Du liegst immer 10 Punkte vorne, hältst dich für unbesiegbar und willst dann das Format abschaffen, damit ich nicht aufholen kann. Aber wir werden es weiter produzieren. Und deswegen werde ich aufholen. Jetzt aber mal zu meiner zweiten und letzten Frage. Das heißt, wir machen heute eine Weihnachtsfolge. Alle Produkte haben was mit Weihnachten zu tun? Genau, es ist so ein bisschen, um den Leuten noch mal ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk mit in den Weg zu geben. Ich hoffe, wir haben da auch irgendwelche Affiliate-Links oder sowas in Dings gepackt. Sonst wären wir ja völlig verblödet und unkommerziell. Sind wir nicht. Wir schauen ins erste Produkt. Es geht um einen um eine Weihnachtsbaumtasche. Es geht nicht um Weihnachtsbaum, sondern um die Tasche, in die man den Weihnachtsbaum reinpackt. Vor allem eine schwere Tasche. Mhm. Hast du nicht auch leichte Taschen? Ja, ja. Wo du denkst so, das fliegt immer an die Decke, das ist zu leicht, ich habe zu viel Kraft. Für mich muss eine Tasche primär sauschwer sein. Es gibt ja auch viele so Brainstormings bei Kreativbüros, zusammensitzen, was können wir an der Tasche noch anders machen? Die Leute haben es bisher immer leichter gewollt. Wir machen es jetzt mal schwerer. Das ist auf jeden Fall ein Markt für viele Leute, eine schwere Tasche. Das soll ja nur sagen, dass es qualitativ hochwertig ist. Ne? Je schwerer, desto hochwertiger. Kann man das so sagen? Wenn es in der Hand liegt, ja, das stimmt schon. Aber also ist das für einen echten Weihnachtsbaum gedacht oder für so Plastik-Weihnachtsbäume? Weil du kannst doch einen Weihnachtsbaum nicht in so eine Tasche stecken. Nee, genau, deswegen ist es offensichtlich nicht für echte Weihnachtsbäume. Genau, die werden nämlich weggeschmissen. Meine Familie geht jedes Jahr noch in den Wald und klaut sich schön Weihnachtsbaum aus dem Wald. Das gehört zur Familientradition. Ja, strafrechtlich relevant, aber trotzdem nehme ich den Applaus gerne entgegen. Ich gehe noch schön in den Wald und das wird noch wirklich mit der Säge nachts mit uns. Du wirst es nicht mal im Ansatz, wie man eine Säge bedient. Doch. Nee. Ja, ich säge nicht. Du hast noch nie einen Baum gefällt.
Naja, wie gesagt, es gibt verschiedene, in meiner Familie gibt es verschiedene Rollenverteilungen und ich bin nicht für Sägen zuständig, bin ich ehrlich. Ich bin der Magier, ich bin von hinten, mach Zaubersprüche. So von deinem World of Warcraft Crap hast du dich schön heute 22 leiten lassen. Uhr, schaltet ein, 22 Uhr Warcraft, World of Warcraft, wir zocken ein bisschen. World of Warcraft spielt World of Warcraft, ja klar. Aber es gibt schon einen Unterschied. Ja, es gibt einen Unterschied. Also, es gibt diese riesige Tasche, die ist riesengroß. Und also es ist natürlich modern. Es ist modern. In heutigen Zeiten, du willst nicht mehr einen Baum fällen, weil der hätte ja auch noch irgendwie Sauerstoff produzieren können und so weiter. Deswegen geht der Trend hin zu Plastik. Bist du bescheuert. Aus Dinosaurieröl, Plastik zusammengeschweißt, damit man die Umwelt rettet. Und deswegen geht's in Richtung Plastik. Tannenbäume habe ich aber nie für gut befunden. Aber stopp, es geht nicht um den Baum. Es ist lediglich es geht um die Tasche. Ja. Aber die ist aber so schwer wie ein Baum. Aber guck mal, das scheint ja ein Riesengeschäft zu sein. Wie viele verschiedene... Nur Taschen für Weihnachts... Das ist eine ganze Industrie in sich, die macht jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar Umsatz. Die Weihnachtsbaum... Naja, das sind aber generell für Aufbewahrungstaschen sind das hier. Ah. Und meinst du, dass dann die Leute auch, wenn man so eine neue Jacke kauft, dann scrollt man ja wirklich stundenlang mal von Seite 1 bis 20. Meinst du, das passiert bei so Weihnachtsbaumtaschen auch? Das ist, glaube ich, ein Tipp. So, das ist so ein Tipp, dann kommst du irgendwie bei Miranda so ein Stückchen Kuchen und dann sagt die, du, ich habe ja immer das Problem mit den Spielsachen von meinem Sohn, dass wir die nicht richtig unterbringen können. Aber jetzt habe ich herausgefunden, benutze einfach eine Weihnachtsbaumtasche. Und die ist auch noch, wie wir oben im Titel gesehen haben, insektensicher. Ja. Das sind keine Insekten. Du kannst entweder verhindern, dass Insekten reinkommen, oder, und jetzt pass auf, du kannst auch verhindern, dass Insekten rauskommen. Kann man das als Terrarium nutzen? Du kannst es auch als Terrarium nutzen. Überhaupt kein Problem. Schneid es einfach eine Seite raus. Wunderschönes Terrarium. A-Meisen, B-Meisen, alles. B-Meisen, okay. Ja, also, es ist natürlich ein Produkt für eine relativ spitze Zielgruppe, weil jetzt, ich denke mal, die allermeisten haben entweder gar keinen Weihnachtsbaum zu Hause oder eben doch noch einen echten Plastik-Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, ob das so verbreitet ist. Und ich weiß auch nicht, ob das Marketing so smart ist oder ob man wie die anderen Konkurrenten alle auf Aufbewahrungstasche einfach gehen sollte. Oder ob man von vornherein fest... Ist es nicht auch ballsy zu sagen, von vornherein, nein, in diese Tasche kommt nichts anderes, außer ein Weihnachtsbaum. Wenn ihr da was anderes reinpackt, zum Beispiel Spielsachen, dann übernehmen wir keine Garantie. Ja, oder so ein Vertrag, so bevor sie das kaufen, müssen sie das schreiben, dass sie dort nichts anderes, falls sie ihre Kinder reintun, dann kriegen sie ein Riesenproblem. Ja. Vor allem wirklich als Kind in so einer Tasche, wie geil ist das denn? Ich glaube, so wenn du eine Katze hast, die dir drin ist mit einem Kind, mega geil. Das ist das Geilste am Weihnachtsabend, nochmal schön in die Tasche reinzukriechen. Schön mit ein paar Lebkuchen, irgendwie dann klar mit der Switch rein. Und dann steckst du die Bettdecke, pass auf, du steckst die Bettdecke in die Tasche rein, schnürst die komplett zu, schlüpfst dann noch rein, machst von innen den Rest des Reißverschlusses zu, hast dann schön die Switch irgendwie noch mit so einem Glühwein und steckst dann da in deinem eigenen Kokon drin bis zum ganz zum langsam einschlafen und dann nie wieder aufwachen. Ist das herrlich. So, wir kommen zum ersten Tipp. Ich fange an. Ich bin natürlich der absolute Sieger-Leader hier in unserer Tabelle. Tja, was wird denn so eine Aufbewahrungstasche, wenn sie schwer ist, kosten? Es gibt nur ein, also ich sehe nur einen negativen, ansonsten negative Rezension, ansonsten sind die Leute begeistert. Der sagt hier, not waterproof and zip broke only after a few months. Ja, die Sips, ne? Das ist immer der größte Kritikpunkt bei vielen Sachen mit Sips sind die Sips an sich. Dabei sind die ja meist von anderen Leuten. Die machen ja nicht diese Taschenleute, machen ja nicht die Sips. Ja, aber du bist ja für dein Produkt verantwortlich, für das Teil. Klar, aber da sollte man... Der kann ja BMW auch nicht sagen, wenn der Reifenplatz kann nicht sagen, ja, wir stellen die Reifen nicht her. Doch. Nein. Na klar. Das würde ich denen nicht durchgehen lassen. Nee? Da würde ich... Klagen bis zum geht nicht mehr. Da würde ich an der Rezeption so lange auf die Klingel schlagen, bis ich den Chef von BMW persönlich an der Strippe habe. Diese Weihnachtsdeko, schön. Das ist ein Traum. Es ist wirklich herrlich. Also, wenn ihr das sehen könntet, ihr würdet wirklich zergehen innerlich. Klein, ich gebe euch einen kleinen... Ja gut, da sieht man, gelogen. Also, hier finde ich aber auch gut die Bewertung hier. Don't bother if you're planning to store garden cushions in them. Also, dann ist es okay. Dann ist es nicht. Don't bother. Also dafür auf gar keinen Fall. Versuch's erst gar nicht. Okay. Versuch's erst gar nicht. Okay. Ich dachte, er meint, du mach dir keine Sorgen. Wenn du die Dinger da reinmachst, brauchst du dir keine Sorgen mehr um deine Weihnachtsbäume. 50-50. We don't know. Ich sage 57 Sterne Bewertung Weihnachtsbäume. Das Ding wird 35 Euro kosten. Oh, wir haben drei unterschiedliche... Warte mal. Ah, wir haben unterschiedliche Größen. Aha. Artikelabmessung. Achso, Artikel. Warte, wir gucken noch mal. Hier, 1,22 lang. 22. Das ist ein kleines Kind. Das ist ein großes Kind. Das ist ein riesiges Kind. Das ist ein 22. viel zu großes Kind. Für dein Alter ist es viel zu groß. Auf 39, auf 55. Ja, ich bleib dabei. 35 Euro. Ist eine gute Schätzung.
Das ist ein bisschen Plastik mit einem Griff. Jetzt fängt das schon wieder nein, aber an. Also das ist ja also, was wirklich, hast du denn gelernt? Es ist ja nun wirklich nicht so, dass Plastik teuer ist. Kostet 19,99 €. Kein Pfennig mehr. Oh, Lars, immer drauf ey, du, wirklich, du bettelst quasi darum, dir deine andere Schulter auch noch zu brechen. Und dann den hier. Also 35 Euro sag ich, 19,99 € sagt er. Und den ersten, der erste Punkt bei pfiffige Ziffern geht an. Einer von uns beiden wird es wahrscheinlich werden, ne? Aha! Florentin, du musst einmal. Ach ja, stimmt, ich muss selber auflösen. Und lange draufklicken und dann zeigen wir es. Anzeigen, dip, 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 dip. Da erscheint es ja, gleich. Achtung, hier kommt's gleich, hier kommt's angeflogen. Oh. Bap. Wo ist es? 16,99 €! Gott, bin ich gut! Der Plastik ist auch viel wert. Habt ihr es gesehen? Für alle nochmal, kannst du das länger mal an. So, da oben steht's. 60. Gedrückt halten, bitte. Noch länger? Warte ja, noch ganz kurz. Ja, es ist gedrückt. Und jetzt weg. Ah, guck mal, ich kann den Button sogar verlassen, solange ich gedrückt bin. Ah ja. Gut, das hat doch Spaß gemacht. Wir sehen ja, uns nächste Woche. Eine verdammt gute Schätzung deinerseits. Dankeschön. Dankeschön. So. Günstig. Ein also schöner. Warum kauft man sich denn noch eine Sporttasche für 35 Euro, wenn man eine Weihnachtstasche. 19,99 €, ja? 15, du bist ja, wenn du da im Sportstudio auftauchst, bist du der König. Schwer, sehr schwer. Ja, das aber hast das Workout direkt drin. Leute, das ist doch ideal. Am 24. gibt es natürlich die Gans und am 25. gibt es den Serrano-Schinken Reserva Duroc. Nee, es geht nur um den Halter. Ich dachte, ach, du hättest ja? So einen Schinken lieber. Nee, plus Schinkenhalter. Schinken plus Schinkenhalter plus Schinkenmesser plus 7 Kilo Schinken. Inhaltsstoffe ist Schweineschinken, Salz aus dem. Also, Moment mal. Schinken plus und dann hier unten nochmal Schinken. Nee. Ist das einer dieser Doppelschinken? Das ist ja, wenn du Schweine mit Schinken fütterst, dann wird es ja dann zu einem Doppelschinken. Ja, ja, genau, weil ja. Das dann halt doppelt ist. Ach, ist so ist funktioniert das auch mit Cordon Bleu. Ja, ja, ja. Klar. Das sind einfach Schweine, die mit Käse, Schinken, gefüttert, Käse werden. Gefüttert werden. Ja. Und dann zack. Okay. Also, das sind 7 Kilo Serrano-Schinken. Das ist schon eine Ansage. Mit Halter auch noch. Messer ist auch dabei. Also das ist ein Set, oh, vor allem das ist so lecker, weißt du, ich mag ja so Nibbel-Essen, wo man dann nicht sagt, so jetzt essen wir und in 20 Minuten ist es vorbei, sondern nein, so jedes Mal, wenn du die Küche gehst, irgendwie schnibbelst du dir ein schönes Teil ab, njam, 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 Snacks ist weg, ideal. Weißt du, du willst auch nie mit den Leuten irgendwie anecken. Du willst nie anecken. Ja, ich finde Anime geil. Ich finde Zocken finde ich geil. Kunstform. Ich finde Schinken geil. Es gibt Museum. Jetzt steh doch mal dazu, dass du Schinken nicht geil findest. Ja, Schinken ist aber geil. Ey, die Zeit, als wir damals für jetzt steh Deko, doch einfach mal dazu. Es gab doch für Nerds and Herds gab's diesen Schinken in der Küche und der hing danach noch ewig lange da. Ja. Und ich habe mir da immer schon was abgenommen. Ja, ja, ich weiß. Du hattest auch monatelang Magen-Darm-Probleme. Also man muss dazu sagen, ich glaube, Serrano-Schinken ist schon ein geschützter Begriff. Ich meine, wir sagen jetzt hier so fancy Serrano-Schinken, aber es ist halt einfach ein Bein. Es ist ein Bein von einem Schwein. Es ist ein totes Bein, ja. Es ist ein Bein von einem Schwein. Schweinbein, ja. Es ist halt einfach ein Schweinbein. Es ist ein Bein von einem toten Schwein. Und das macht dann der Amazon-Mann, nimmt dann dieses Schwein, also Huckepack, über die Schulter und dann liefert er das bei dir ab. Und dann frisst du das Schwein einfach für die nächsten Monate. Aber ist das nochmal frittiert? Oder warum ist der auch das so gekrustet an den Abgehangen, Bauch? Das ist 12 Monate. Nee, was steht da? 12. Man muss Jahre. Sich nee. Anstrengen, dass man vergisst, dass das einfach ein Bein ist. Ne? Das ist ein Bein, ja. Vor allem, dem kann man auch so einen Schuh anziehen. Ist schon makaber eigentlich, ne? Ja, ja, klar. Aha, jetzt kommen wir langsam mal zur Sache. Mach mal kurz weg dieses Zoom-Ding. Aber ist es. Wie lange hing der? Geräuchert? 14 Monate. Reifezeit 14 Monate. Wieso steht dann da 12 auf dem Chamon? Also der wird schon teuer sein, oder? Es ist super teuer. Super, also super teuer. Messer, Halterung und also, was ist aber da alles drin? Schweineschinken, ja. Eine Duroc-Schweinkreuzung. Also es ist halb Schwein, halb Duroc. Was ist denn ein Duroc? Ja, das ist das köstlichste Tier der Welt. Ja? Das ist so köstlich. Also es ist wirklich so ein kleiner, ekelhafter Wurm, der aber köstlich ist. Ja. Und deswegen wird der, weil er so widerlich aussieht, wird er in der Regel mit anderen Tieren gekreuzt, ja. Die ein bisschen appetitlicher aussehen. Und was glaubst du, wenn wir gerade bei Glurak sind, welches Pokémon würde am besten schmecken? Boah, Rosanna, oder? Außer Relaxo. Nee. Nee. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, Carpador. Wenn man das richtig schön, so ein Carpador richtig schön räuchert. Wenn man richtig schön räuchert, mit so einer schönen Zitronenmelange, mit so einer Vinaigrette irgendwie, das wirklich schön salzig durch am Stock. Oh, herrlich, ja.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Du musst anfangen mit deiner Schätzung. Lass uns mal ein paar Produkte heute angucken. Die Leute wollen ja was kaufen. 5 Minuten vor dem Verzehr öffnen. Und dann muss man es innerhalb von 5 Minuten komplett aufessen. Also, das ist eine komplette Box. Ich glaube, das kostet 5 Minuten vor dem Verzehr öffnen. Ja, als ob das dann noch einen Unterschied machen. Ne? Ja. Wenn er sagt, ja gut, mach's mal irgendwie 2-3 Stunden oder am Vormittag auf und dann kannst du es abends essen, aber 5 Minuten vorher? Was soll da denn noch passieren? Also, das kostet, ich glaube, 7 Kilo. Ich bin hier bei 250 Euro. Glaubst du da, gibt's da auch hier, kannst du mal gucken, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften sich auch die Weihnachtstasche? Kann ich alle 4 Beine von einem Schwein haben? Ja. Kann ich das bitte in der Weihnachtstasche geliefert bekommen? Kann man nicht erst ein Produkt kaufen, das quasi zur Lieferung fähig ist? Anfangs etwas geschockt gewesen, weil ziemlich viel Schimmel drauf war, aber geschnitten und alles fein. Ja, der Schimmel gehört da ja hin. Manchmal ist Schimmel gut, manchmal schlecht. Das ist schon auch strange. Ja, außen ist geil und innen ist nein. Oh, absolutely huge and tasty. And the ham was good as well. Leute. Sekunde. Danke. Na, mehr Danke, Browser. Die Scales kannst du ungefähr sehen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Serrano ist doch sicherlich ein geschützter Begriff, so wie Champagner oder so. Also es muss wahrscheinlich schon im höheren Preissegment sein. Was mich abschreckt ist, wenn jemand wirklich Wert legt auf einen guten Serrano-Schinken, dann bestellst du den doch nicht bei Amazon, oder? Dann bestellst du den doch in Guantalamera auf dem Hof in Spanien, die mittlerweile alle einen Online-Versandhandel haben. Vor allem, du kannst ja solche Lebensmittelsachen auch nicht in Packstationen bestellen, weil sonst die Ratten in die Packstation einziehen. Das mich immer ärgert. Dafür hast du ja den insektenfreien Lieferschein. Das ist geil. Kann man die nicht direkt zusammenliefern da drin? Ja, habe ich übrigens gerade gesagt, noch vor knapp 1,5 Minuten. Ich sage Lieferung 5. bis 9. Dezember, ey, das ist ein Renner. 6 Kilo. 7 Kilo. 21. 7 Kilo und ein Messer und eine Halterung. Ich glaube, alleine so ein Stück Fleisch kostet schon über 100 Euro. Ja, ich find's nicht schlecht, was du geschätzt hast. Würde aber tatsächlich noch mal drüber gehen. Oder drunter? Ah, ich weiß es nicht. Ich geh noch mal drüber, ja. Ich sage, das hat 334 Euro und 99 Cent gekostet. Okay, 334 gegen 250 Euro. Nee, das hätte sich die nicht leisten können, die das Foto gepostet haben, habe ich gesehen. Für dieses Bein eines Schweins. Und wir schauen uns an, wer näher dran liegt. 250 zu 334 ist die Auflösung, bitteschön. Oh! So günstig. 109 Euro. Wow, 109 Euro. Für ein Todestier, das 14 Monate da rumhing. Das heißt, du brauchst ein Schwein und 14 Monate und kannst insgesamt 440 Euro verdienen. Vier Beine, 14 Monate? Ja. Alter. So ein Schwein ist kein Spaß. Ey. Was hast du die nächsten 14 Monate vor? Ach, ich habe ehrlich gesagt nicht viel vor. Obwohl ich hätte eigentlich Lust, 14 Monate in so einer schön gut beräucherten Kammer abzuhängen. Ach. Also, wir müssen, bevor wir zum Papst kommen, was natürlich jetzt ein bisschen in gewisser Weise Gotteslästerung ist, bevor wir zum Papst kommen, kommen wir zu einer Empfehlung für euch da draußen und dann sind wir gleich wieder zurück. Es dauert nicht lang. Herzlich willkommen zurück
zu Pfiffige Ziffern. Und ich würde sagen, nach diesem kleinen Abschwenker kommen wir zurück zum Papst, der uns hier entgegentritt als Cutout. Lebensgroßer Kartonausschnitt von Papst Franziskus, mehrfarbig. Ah, guck mal, das ist einmal der echte. Aber ist es das Verhältnis? Also ist das der so klein? Also wenn du das Produkt neben den echten Papst stellen würdest, dann wäre das so groß, glaube ich. Na, ich würde sagen, wir müssen nicht mehr lang warten, dann können wir auch ein 14 Monate abgehangenes Bein von diesem Papst da irgendwann mal kosten, immer mal ein Stück in der RBTV-Küche abschneiden. Ist welchen schon ganz Papst würdest cool du lieber essen? Benedikt oh, der oder schmackhafte Papst. Franziskus. Ich wäre tatsächlich eher bei Benedikt dem 15. Ja, tatsächlich einer der leckersten Päpste, die wir jemals hatten. Ja? Ja. Aber der hing doch auch sehr lange ab. Ne? Hing auch eine Weile ab. Aber der war echt gut durch. Ja. Also muss man wirklich sagen. Hm. Wird also oft zusammen gekauft. Papst Benedikt, Putin und Merkel. Aber was ich auch, geh mal hoch. Da steht, die Größe ist 1,76, das heißt, der echte Papst ist 6 Meter groß. Das wusste ich nicht. Ja, klar. Der ist 6 Meter groß? Der ist riesig. Achso, man kann nur Papst werden, wenn man über 5 Meter groß ist. Ja, ja, mindestens 5 Meter. Das war halt, als die Bibel geschrieben wurde, waren die Menschen eh noch größer. Deswegen sind die Regeln heute ein bisschen schwer zu erfüllen. Eigentlich ist es doch komisch, dass sich so eine Tradition nicht fortgesetzt. Also früher müssten doch so Leute, die wirklich immens groß waren, wenn du so 2,50 groß warst, was ja vielleicht mal vorkam, dann musstest du doch Halbgott gewesen sein. Und dass sich das nicht durchgesetzt hat, dass man nur mit ab 2,50 Papst wird oder so und dann immer so gigantifizierte, riesige Menschen unsere Päpste du, hätte uns vielleicht den einen oder anderen Papstausrutscher erspart. Politik, Tik, Florentiti, Titi, will. Heiß. Ja, also, er ist aus strapazierfähiger Pappe. Finde ich ganz gut. Also, zusammenklappbar auf kleinere Größe. Also Achtung, wenn ihr ihn zusammenklappt, wird er kleiner, nicht größer. Und ja, ist ein Renner, oder? Also da bin ich jetzt sehr fucking gruselig. Tut, was er soll. Nämlich? Steht immer wieder woanders im Haus und verwirrt und erschreckt die Besucher. Mich selber auch immer noch wieder. Und das soll er. Das ist genau, was er machen soll. Mich verwirren. Wieder hatten schon eine Menge Spaß in Nachanfänge. Super Qualität und sehr, sehr standsicher. Naja, also es ist tatsächlich ja so, dass unser guter Freund, unser gemeinsamer Freund Gunnar Krupp hat mal uns Freunden hat er geschrieben, ey Jungs, ich schenke euch allen etwas. Schickt mir mal 40 Euro, ich sag euch nicht was, aber vertraut mir einfach, es wird ein geiles Geschenk. Ich schenke euch was. Und also er hat dann den Großteil davon übernommen, aber ich habe glaube ich 40 Euro dafür gezahlt und es war teurer letztendlich. Und ich habe mich auf was richtig Geiles gefreut, weil ich dachte, Gunnar, der hat da schon eine gute Idee. Und dann hat er uns allen so einen Pappaufsteller gekauft. Zwar immer passend dann für die Leute natürlich. Achso, ich dachte von sich selbst. Nee, nicht von sich selbst. Ich hatte, was hatte ich? Hier Boris Becker, glaube ich. Hab den immer noch nicht zu Hause, leider, weil ich den nicht transportieren kann, weil der so groß ist. Aber es ist ja schon so, auch hier bei Rocket Beans steht ja irgendwie so ein Danny DeVito rum. Es ist schon gruselig. Ja, wir oder so Jackie Chan. Wir hatten damals für gute Arbeit Originals, haben wir uns den Vin Diesel geholt. Ah ja. Der dann auch immer so am Fenster stand und auch immer wieder Leute erschreckt hat. Mich auch immer wieder. Und was muss man machen, damit man. Also als Pappaufsteller, kriegt der Papst da jetzt einen Anteil von dem Preis? Ich glaube, verdient sich dumm und dusselig an diesen Dingern da. Oder es haben Personen des öffentlichen Lebens keinen Copyright mehr. Ich weiß nicht, schon auch irgendwas. Gibt es da nicht immer auch die Probleme bei Madame Tussaud, dass da jemand auch mal, kürzlich war das doch erst, vor ein paar Monaten, dass irgendjemand geklagt hat, weil er da ausgestellt wurde, ohne gefragt zu werden und kein Geld dafür bekommt, irgendwie sowas. Mich interessiert nur eins, und zwar, wie viel der gute Mann kostet. Das Ding ist, wenn du so populär, so bekannt bist, dass man aus dir eine Wachsfigur macht oder eine Pappaufsteller, dass man sich dann noch beschwert, dass man da keine Anteile für bekommt. Also was will denn da? Ja. Naja, du, Berühmtheit heißt nicht gleich Reichtum. Nein, es gibt viele berühmte Leute, die bettelarm sind. Wer ist der berühmteste Mensch, der dir einfällt, der aber am ärmsten ist? Boah, ich würde irgendwie sagen, so ein Maserati oder so. Ja, glaube ich. Ich habe auch sofort an Alfons Maserati gedacht. Aber mich würde mal das Nayar interessieren. Hat ihn für meine Sammlung von Persönlichkeiten geholt und auch, damit er mit den anderen interagieren kann. Ja, viel Erfolg. Blöd nur, dass sich keine Sau für ihn hier interessiert. Ah, das ist so ein Gag-Rezensent. Ja, Johann der Käufer. Ach, schade. Yes. Schade. Great fun, people loved. Jetzt hast du hochgescrollt, sehe ich nicht mehr.
Ja, gut, es ist ein leichtes Ziel. Katholische Kirche kann man immer sehr leicht Gags machen. Muss man aber nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Nö, muss man nicht. Ob man das macht. Also ich fange mit meiner Schätzung an. Ich weiß ja leider ungefähr, wie viel es gekostet hat. Orientiere dich bitte nicht an meiner Schätzung. Das Ding kostet 60 Euro. Nee. Und dann ist natürlich noch die Frage, kosten die Viecher unterschiedlich? Kostet so ein Papst mehr als Trump? Und kann man sich beschweren, wenn sein Cutout weniger kostet als der von jemand anderem? Kostet es mehr, wenn man größer ist? Weil da ja mehr Pappe verbraucht wird? Sehr gut, sehr gut. Ich sag einfach intuitiv 80. Ich sag 80. Also 60 Euro sage ich. 80 Euro sagt Florentin. Ah. Ich weiß, dass Gunnar damals irgendwie 40 Euro bekommen hat von uns. Es hat aber irgendwie 60 gekostet, meine ich. Ich hoffe, es war vom gleichen Anbieter. Wir schauen mal. 60 gegen 80, hier ist die Lösung. Oh, 35 Euro und Schnapper. Wurde komplett abgezogen von Gunnar Krupp. Die 4,60 Euro hätte sich eingesteckt. Ja. Gut. Ich habe ein Geschenk für euch. Und dann haben wir ihm alle 5 Euro geschenkt. Okay, also wir haben einen lustigen Weihnachtspullover mit einer Weihnachtsbaumfrisurkatze drauf und Flammen. Gut, einmal vorne und hinten ist dasselbe Motiv auch nochmal drauf, so wie es aussieht. Okay. Aber das wäre doch schon sowas für Florentin Will, oder? Du, das da so. Ach, ja. Nee, kein Witz, ich habe mir tatsächlich gestern einen Weihnachtssweater bestellt, ja? Den ihr hoffentlich, wenn alles gut klappt, auch noch auf dem Sender sehen werdet. Ich verrate nicht welchen, aber ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Sehe ich den heute noch? Nein. Ich habe ihn erst gestern bestellt und wahrscheinlich seht ihr ihn noch vor Weihnachten mal, hoffentlich kommt er an. Also hier gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Pullovern. Ehrlich gesagt gefällt mir die Katze ja am wenigsten von allen. Den finde ich ganz nett. Schlicht. Ich sag mal so, an Weihnachten, an Heiligabend werden du und ich ja auch wieder hier sitzen und moderieren. Ja. Und da nehme ich auch einen Christmas-Sweater mit, kann ich euch versprechen. Ja. Oh, schön. 24. Schön. Gibt es eine Folge für Flixi Klicks. So, jetzt Achtung. 28% reduziert. Das heißt, egal was deine Schätzung ist, du musst nochmal 28% abziehen. Wie soll das denn funktionieren? Also es fällt mir ja schon schwer, 50% von irgendwas abzuziehen. Ja, 28% haben sie Dreisatz hier raushauen. Also das ist ein Pullover. Aber die Leute lachen, hast du gesehen auf den Fotos? Nicht zu empfehlen, fühlt sich leider nicht sehr gut an. Eher wie ein Plastikpulli. Druck auf dem Motiv auch nicht wirklich gut, schade. Sehr schön. Kragen extrem eng. Qualität war okay. Material. Und wirkt billig. Leider ist es am Hals viel zu eng und das Tragen da extrem unangenehm. Geht da halt zurück. Geht zurück. Okay. Das ist aus dem Jahre, aus dem November 2020. Wow, da hat sich aber jemand schon sehr früh auf Weihnachten vorbereitet, dass jetzt er das Weihnachten schon zu November bekommen hat. Ab wann kriegst du Weihnachtsstimmung, Weihnachtsgefühle? Ach, sobald, ich bin so einfach gestrickt, sobald im Supermarkt die Spekulatius stehen, bin ich im Weihnachtsmodus. Ende Juli ist, ist mir das egal. Ja. Ich bin ab dann schon einfach drin. So. Ich bin da ganz simpel. Ugly Christmas Pullover. Ah. Haben ja schon auch. Ja. Es ist ein Blitz. Guck mal, das habe ich noch nie gesehen. Doch. Ein Blitzangebotpreis und in 3 Stunden ist dieses 28%. Das ist ja gemein. Ja, da haben wir natürlich. Da haben sie mich letztens auch gekriegt mit, die Schweine, und ich habe was gekauft. Das hat wahrscheinlich jetzt wieder hier niemand bedacht, ne? Bei der, weiß ich nicht, kommt damit das Programm wirklich klar? Von Doom hat sich ja wieder hingesetzt und Amazon und gegen Jeff Bezos angefangen zu programmieren. Momentan liegt Doom vorne. Doom liegt jetzt gerade wieder mit einem Punkt vorne. Wobei, muss man sagen, Jeff Bezos hat Doom jetzt wieder überholt, was sein Privatvermögen angeht. So also langsam, da ist Jeff vorne knapp, aber Doom ist, was die Programmierfähigkeiten angeht, immer noch vorne. Ja. Ugly, hier steht sogar Ugly Christmas Pullover. Also es scheint schon eher was Gaggiges zu sein, weil es ein bewusst hässlicher Pullover sein soll. Also, falls ihr sagt, das ist genau mein Ding, dann gerne mal in die Affiliate-Links-Hashtag-Werbung reinschauen. Da könnt ihr euch das schießen für einen Schnapperpreis von. Ja, ich glaube, wir haben ja unsere alte Regel, Gag-Produkte sind immer ein bisschen günstiger, weil einfach schlechte Qualität. Deswegen gehe ich jetzt hier mal so von 25, 20 Euro aus, 28% noch runter. Ich glaube, wir sind hier mit, also mit den Prozent. Ich weiß nicht, also wir sagen jetzt beide mit den Prozent. Wir sagen das, was da oben erscheint. Das was da oben erscheinen wird. Ja. Also
Das ist ein Blitzer, ja, aber die Frage 28%. Ist ja, was ist, wenn da jetzt zwei Preise erscheinen? Einmal mit und einmal ohne Rabatt. Dann machen wir den mit Rabatt. Gut. Dann bin ich bei 18,18 Euro. Jetzt wird mir gerade gesagt, das sei kein Rabatt, sondern nur reserviert. Das glaube ich nicht. Da steht, wie? Wie, was soll das heißen? Was soll das 21% heißt? Reserviert. Lies doch mal, 28%, 42% reserviert. Hä? Ach so, 42% des Bestandes ist bereits verkauft, oder was? Wahrscheinlich. Aber was endet dann in 3 Stunden? Ah, ne, doch, klar. Das ist der Blitzangebotpreis. Da kriegt man Rabatt von. Irgendwo jetzt haben wir das doch weg. Gelesen, von oder? 42. Nee, dann ist es nicht Rabatt. Dann haben wir natürlich Unrecht mal wieder. Ja, also 28% wieder auf 18,18 Euro. Jetzt hoch. Dann sind wir bei 11,99 Euro. 21,99 Euro. 21,99 Euro. 21,99 Euro, das glaube ich nicht. Ich glaube auch schon. Natürlich, es ist ein Fun-Produkt, völliger Humbug, schlechte Qualität und so weiter. Aber diese Ugly Christmas Sweater haben natürlich eine riesen Renaissance erlebt. Oder vielleicht sogar zum ersten Mal ist es total trendy und hip, so ein Dings zu tragen. Ich trage es ja auch. Und deswegen, und wir bei Rocket Beans haben sowas natürlich auch. Könnt ihr gerne im Shop vorbeischauen. Kam auch aus dem Amerikanischen, ne? Dieses Ugly Christmas Sweater, glaube ich, ja, ist einer dieser vielen Dinge, die sich. Also How I Met Your Mother oder ja, sowas, ne? Von, ja, von der Ecke oder Friends, keine Ahnung, woher das kam. Ich sage, es kostet deutlich mehr, also nicht deutlich mehr, sondern mehr. Weil ein Pulli kannst du immer mit 30 Euro rechnen. Das Ding kostet 31,99 Euro. 10 Euro mehr kostet's in meinem Shop. Wollt ihr lieber den Ramsch von Florentin Will oder die gute Ware von Lasi Lasi? Wir lösen mal ganz kurz auf, indem Florentin draufklickt, und zwar für längere Zeit. Ja, ha, Leute. 20 Euro. Gar nicht so schlecht getippt, würde ich sagen. Auch wenn ich das nicht verstehe. 42% reserviert. Ich verstehe es nicht, aber wir gehen weiter. Schreibt das gerne in die Kommentare. Also es geht weiter mit den Chaoskarten. Ein Weihnachtsspiel. Was soll man denn machen, nachdem die Pakete ausgepackt sind? Und man hat eh nur Download-Codes sich gegenseitig geschenkt und man will es nicht schön weiterdaddeln irgendwie. Der Neffe kriegt irgendwie, da kriegt er ein neues Auto in GTA geschenkt. Die Tochter kriegt irgendwie ein DLC für Fortnite, irgendeinen Tanz oder so. Aber dann will man doch nicht sofort sagen, jetzt daddeln die Kids weiter, sondern nee, auch mal schön zusammensitzen und hier Chaoskarten spielen. Das ist ein lustiges Weihnachtsgewinnspiel, Weihnachtsspiel, das Original mit 51 Missionen und wird im Kuvert mit der Deutschen Post verschickt in goldbedruckte Pappschachtel. Ja, also Weihnachten war für uns früher auch immer die Zeit des Zockens. Wir haben nämlich immer diese Gold Games da bekommen, wo 32 Spiele oder 16 Spiele irgendwie drin waren. Oh ja. Und da war auf jeden Fall auch mal so, ich weiß noch, ein Weihnachten, mein Bruder und ich haben richtig Ärger bekommen, weil wir am ersten Weihnachtsfeiertag oder so, ich glaube, 11 Stunden oder so, die Siedler gespielt haben. Das Brettspiel? Nee, die Siedler Spiel, Game. Ah. Videogame. Mhm. Siedler 2. Aha. Die Siedler halt. Ja, okay, ich weiß schon, aber es gibt halt auch ein Siedler Brettspiel. Nee, ja, das fühle ich nicht. Und das früher war es ja noch so, dass der Computer im Keller war, oder? Nee, aber okay. Computer war ja nicht wie heute, dann irgendwann hat sich das ja revolutioniert. Jetzt bist du ja hier am Computer quasi in dem sozialen Gefühl. Früher war das doch im Hobbykeller oder im Abstellraum, ja, okay, oder irgendwie so. War ja das nicht so? Ich lass dich gewähren, mach weiter. Nö, das war's auch schon. Und deswegen ist es ja umso tragischer, dass du halt dann damals am Weihnachtsfeiertag ja den ganzen Tag im Keller abgehangen hast. Nein. Ich merke schon, da komme ich jetzt rein. Erster Weihnachtstag, da geht man zusammen rodeln. Wir könnten ein bisschen abnerden hier übers Zocken an Weihnachten. Wir gucken mal ganz kurz. Auf den Karten stehen dann Sachen wie zum Beispiel: Suche dir einen möglichst belanglosen Gegenstand, den du am Partyort vorfindest, verpacke ihn als Geschenk und überreiche diesen mit großen Gesten einem Partygast. Keine Heimlichkeiten. Sorge dafür, dass möglichst viele Gäste Zeuge dieses feierlichen Moments werden. Ach, das ist doch witzig. Und dann verpackt man irgendwie dann irgendwie eine Vase und schenkt es jemandem und dann ja, aber ich sag mal so, in diesem Jahr wird der Umsatz nicht ganz so hoch sein von diesen Chaoskarten. Nein, bleibt zu Hause, Leute. Und hat sich das auf den Preis ausgewirkt, ist die große Frage. Sagen die, ey, dieses Jahr, die Leute treffen sich nicht, dann bieten wir es besonders günstig an. Das ist jetzt für uns als Schätzer natürlich wichtig. Ich glaube, diese Spiele, die nur aus Karten bestehen, haben immer einen relativ fixen Preis. Ne? Da bräuchten wir jetzt so jemanden wie Fabian K. Es gibt mehrere Fabian Ks hier.
Ich weiß nicht, ich habe wenig mit ihm zu tun, deswegen mehr weiß ich nicht. Deswegen. Magst du mal bitte, ich finde das ein prädestiniertes Spiel, um mal in die Kommentare zu schauen. Wie hat es denn der Chaos gefallen? War das zu chaotisch? Sehr lustig. Lustiges, sehr lustiges Kartenspiel. Naja, da jeder weiß, dass es Aufgaben zu erfüllen gibt, ist das Spiel so lala. Man weiß sofort, dass es sich bei einer Aktion gerade darum handelt. Naja, dann machst du es halt schlecht. Ich persönlich fand es nicht sehr lustig, kann aber auch an uns als Person. Also gibt er sich selbst auch nur 3 von 5 Sternen. Als Person. Aber sehr ehrlich von Lumi, ja. Ich finde das ja gut, dass man sagt, das hat mir keinen Spaß gemacht, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Richtige dafür. Vielleicht mache ich auch einfach nicht viel Spaß. Ja. So. Es macht ja nicht jeder Spaß. Nee, muss ja auch nicht sein. Manche Leute sind halt anders okay. Ah, oh, das nervt richtig doll hier alles. Ware ist angekommen, tolle Geschenkidee. Da hinten dieses Ohr kratzt und diese Scheiße nervt. Ja, was verkaufst du deine Schulter, du Trottel? Ja, ich hab das Geld gebraucht. Alter. Für die Chaoskarten im 10er-Pack. Ich hab was im Kopf, aber ich möchte, dass du anfängst. Ich fange gerne an. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich mach das jederzeit. Ja, dann bitte. Ich könnte jetzt sofort eine Schätzung sagen. Ja, lass den Worten Taten folgen, Wortschwinger. 51 Missionen, das riecht für mich nach 15,99 Euro. Schnapper. Oh, das ist nicht schlecht. Gute Schätzung. Oink, 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 oink. Aber ich frag mich, ne, ey, ich finde Jeff Bezos natürlich blöder als du. Aber ich frag mich, wieso das so programmiert wurde, dass man den Preis, also dass man die Taste gedrückt haben muss. Was ist das? Also, warum? Das weiß ich nicht. Das ist, da musst du. Also da gibt es bestimmt einen Sinn. Ich könnte es dir jetzt erklären, aber es ist halt, was die Programmiertechnik angeht, relativ hoch. Also das hat was mit Strings zu tun, okay, und mit Datenbanken. Ich glaube, das Problem ist, 15,99 ist nicht schlecht. Ich glaube, es sind weniger. Ich gehe mit 12,80 Euro ins Rennen. 12,80, relativ nah, aber ja, natürlich absolut in Ordnung. 12,80 Euro, wir schauen rein. 12,80 Euro gegen 16 Euro, bitteschön. Hier sind wir bei 8,95 €. Günstiger Weihnachtsspaß. Mann, also wie kann man sich denn da beschweren und 3 Punkte geben? Das ist so, das kostet halt nix. Oh, herrlich. Gibt es denn bitte eine schönere Sache, als nach so einem stressigen Familienwochenende schön auch mal sich die Badewanne einzulassen, einen schönen Chianti, irgendwie einen schönen Wein und dann einfach mal 4 Stunden vergehen lassen, bis man sich wirklich einfach auflöst, bis man zwischen sich selbst und dem Badewasser nicht mehr unterscheiden kann, sondern einfach mit dem Auslassen des Wassers einfach 12 Kilo schön den Hahn runterspülen. Man muss ja schon mir fallen gerade mehrere Bilder ein, dass, weil du ja wirklich sehr lange in der Badewanne immer rumliegst, dass wenn man dich dann umbringt, dass dann die Ermittler schon ihre Probleme haben, um zu überlegen, ob du jetzt eine Wasserleiche bist, ob man dich irgendwie gerade aus dem Gulli gezogen hast oder ob du einfach mal wieder in der Badewanne warst. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, weil du eben so viel in der Badewanne bist, man muss sagen, du bist ja eigentlich ein Profi, was Baden angeht, aber du gehst es an wie ein kompletter Vollidiot-Amateur. Du hast doch sowas nicht. Nee. Wer so oft baden geht, der braucht doch hier dieses Ding. Jetzt erkläre ich den Unterschied zwischen einem Experten und einem Möchtegern-Experten. Ah, du bist Purist. Der Möchtegern-Experte, der kauft sich das teure Equipment. Der sagt, oh nee, da musst du richtig Geld ausgeben, damit das was richtig. Dann hast du dein Badewannending und dann brauchst du irgendwie noch so die Dunkelholzbürste und so. Der wahre Experte, der definiert seinen Wert selbst. Der lässt sich nicht von irgendwelchen Werbesprechen verlocken, sondern der sagt, nee, im Grunde, das Beste, was du haben kannst, ist einfach nur ein kleines Bügelbrett. Weil hier bist du ja schon total limitiert. Das sagt dir ja schon, was du machen sollst. Da hast du dieses jetzt ein Ding, Wein, sagt das jetzt. Ja, stell's einfach auf das Bügelbrett. Warum muss das Weinglas denn da so verankert werden, als wärst du in einem Heißluftballon unterwegs und das würde die ganze Zeit ratteln? Da passiert doch nichts. Naja gut, wer weiß, was da so passiert. Du bist der Beste. Du bist einfach schön. Eins ist runtergefallen. Sind schon 2 runtergefallen insgesamt. Deswegen, das brauchst du nicht. Und das brauchst du alles nicht. Und auch Handtuch brauchst du nicht. Deswegen, kleines Bügelbrett, dann sparst du dir. Aber nimmst du wirklich ein Bügelbrett jetzt mittlerweile mit? Ja, kleines Bügelbrett? Ja. Nee, ich habe 2 Arten von Baden. Ich mach das ist mein Bügelbrett übrigens. Ja, in Hamburg ist es deins. Ich habe in Köln aber ein eigenes mir auch besorgt. Okay, ja. Und ich habe tatsächlich das stockdunkle Musikbad. Ein bisschen kalt reinlassen? Und, ja, ein bisschen reinlassen. Hätte ich kann so ein Stück zur Seite gehen. Du bist ein bisschen.
Nee, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn wir da so kuschelig zusammen sind. Und ich habe das Musikbad, da ist es stockdunkel. Und ich habe das Laptop-Bad. Jetzt hör auf jetzt. Ja, erzähl. Sorry. Ich habe das Laptop-Bad und ich habe das stockdunkle Musikbad. Da höre ich nur Musik. Aber manchmal höre ich mir auch schön das Bügelbrett, Laptop drauf. Aber ein Bügelbrett ist doch, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, aber das sind doch nur so Drähte, so Gitter, die da mit dem Stoff überzogen wurden, oder? Das ist ein massives Drahtgestell, ja, aber das reicht. Ja? Okay. Na gut. Ja, das muss ja eine glatte Oberfläche haben, damit du bügeln kannst. Aber zu mir eingefallen, den Laptop nicht ans Netzteil anschließen. Ja? Nein, nein, nein. Okay. Und selbst wenn, glaube ich, wird das nicht mehr. Also, hier hat man, also da sind schon ein paar gute Ideen drin, aber es sind für mich zu viele. Ja, du hast irgendwie das Smartphone-Klemmding, gute Ideen, ein Stift, aber das ist mir zu kompliziert. Oh, diese iPad-Stütze sieht aber nicht so aus, als wäre das 100% safe, nicht ins Wasser zu fallen, oder? Ist da von hinten nochmal irgendwie so ein. Doch, ich glaube, da ist, ja, guck dir das mal an. Sieht schon sehr sicher aus. Aha. Ansonsten kann natürlich viel falsch gehen. Ja, ich glaube, wir sind im Bereich von Wellness. Da kann man schon mal mehr Euro. Frechheit, schreibt jemand. Lies mal. Also, das sieht ja erstmal hier köstlich aus. Ne, die haben es genauso nachgemacht. Und das ist, was du sagst. Die haben keine Fantasie, die haben keine Kreativität, die machen genau. Ein schönes Wohlfühlbad. Eine herrliche Vino, Wohlfühl-Lektüre. Camillo. Einen kleinen Keks und einen Roman über Auschwitz. So stelle ich mir einen schönen Sonntagabend vor. Ist das nicht ein Traum? Also hier ist Frechheit. Eine Riesenfrechheit. Das Brett ist M.E. unbrauchbar. Es ist verstellbar auf die individuelle Bahnbreite. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht feststellbar, beziehungsweise mit Einkerbungen versehen, um ein Verrutschen links und rechts und zu verhindern. Rutscht rein. Ist alles reingerutscht. Ein Brett für die Ablage elektronischer Geräte beim Baden zu nutzen, wie angepriesen, ist gefahrlos nicht möglich, da einfach viel zu wackelig und riskant. Aus diesen Gründen wollte ich es zurückschicken. Mir wurde lediglich eine Rückerstattung von 20%. Ein Witz, das habe ich so noch nicht erlebt. Nee, das also, ist wirklich ein KD Witz. Ist stocksauer. Also das ist eine Frechheit, wenn du was nicht zurückschicken kannst, sondern die, die einfach nur 20% erstattet, ist für mich eine Frechheit. Captain Schimmelbildung voraus. Ey, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, ich will jetzt eine Rezension schreiben, aber ich will die schon ein bisschen kreativ. Ja, klar. Das muss schon ein bisschen, was? Du, wenn du okay, Seduction Brainstorming, heißt. Brainstorming, was okay, ist mit Leute, Wasser? Kommt Wasser, mal alle in die Badewanne. Okay, alle in die Badewanne, okay, alle in die Badewanne, ganz kurz. Alles ganz klar. Kurz. Keine schlechten Ideen, keine Piraten, schlechten Ideen. Schwarze Flagge. Wasser, Fisch, Aal. Ja, Schimmel. Nee, ja. Okay, schwarzer Schimmel. Also, und dann zum Schluss noch ab in die Tonne. Raus aus der Wanne, ab in die Tonne. So von der Wanne in die Tonne, ja. So macht's mir Wonne. So, guck mal. Ist doch kein Problem. Das ist Schisseon. Ich fang an. Nee. Ja. Du musst anfangen. Ah, Mann, das ist so ein Wohlfühl-Wellness-Produkt. Die sind oft schon sehr teuer, ne? Das ist, weil da greift nämlich genau was du vorher gesagt hast. Da macht ein hoher Preis eher das Gefühl, dass es was Hochwertiges ist. Oh, es ist so kalt hier. Also ich glaube, da verkaufen sich Produkte besser, je teurer sie sind. Dieses Bild von der Zuschauer, von Zuschauer. Ich glaube, das sind 30, 32, 31, 29, 30. Naja, das ist eine gute 30. Richtung. Naja, stimmt schon. Ja, ich gehe eher noch. Weil ich glaube, da gibt es eine große. Also, ich mache es immer so ein bisschen vom Markt abhängig. Ne? Angebot, Nachfrage sagt dir grob was. Je mehr Produkte ich es gibt, desto weniger. Ich habe politische Ökonomik studiert. VWL war mein Hassfach. Und deswegen sage ich, wir sind hier bei 27,99 €. Finde ich eine exzellente Schätzung, wirklich. Danke. Ich hätte nämlich so 25 oder sowas gesagt, jetzt muss ich natürlich ein bisschen abweichen. Also wir haben folgende Information. 759 Sternebewertung, das heißt, es wird häufig gekauft, das Ding wird keine 180 € kosten. Aber sie bieten ihm an, 20% des Kaufpreises zurückzubekommen. Wenn wir da von 20 € sprechen, dann sind wir da ja bei 4 €. Ja. Also, und das wäre ja wirklich die größte Frechheit, die ich persönlich je erlebt habe. Naja, 4 € können den Unterschied machen. Nee, ich gehe hoch. Ich gehe hoch, ich gehe auf. Auch wenn ich gar nicht so hoch gehen wollte, aber ich mach's jetzt einfach. Weil ich auch ein riskanter Typ bin. Ja. Ich liebe das Risiko. Ja, okay. Mittlerweile liebe ich das Risiko. Lass es dich kitzeln. 39 €. 97 Cent. Meine Schätzung. Okay, ich würde sagen, Captain Fehlschätzung hisst seine Flagge und wir schauen mal, wann er in See sticht. Bitte, hier haben wir das Ergebnis. Oh! Nein! What? Warum mache ich das? 47,99! Warum mache ich das?
Hast du echt 98 gesagt? 97. Warum mache ich das einmal in verflixte einmal in dieser Scheißrunde? Achso. Also ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe 39 gesagt, das stimmt alles gar nicht. Oh Gott. Was hast du gesagt? 39 Euro, wir waren weit davon entfernt. Aber du kriegst einen Punkt. Ja, sicher. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Ach, ist das ein Traum. Schönes Bild auf einem Kissen verewigt. Perfect Design. Ah, Jesus. Wir alle wissen, dass das einfach keine guten Kissen sind. Oh Gott. Was ist? Was ist? Und jedes, das ist, aber guck mal, das ist doch eine nette Tradition. Jedes Jahr kriegen die neues Kissen, wo ein Foto mit dem Kissen von letztem Jahr drauf ist. So, dass es jedes Jahr so in die Unendlichkeit reingeht. Ja. Und man gleichzeitig sieht, wie die Kinder immer größer werden. Leute, es ist doch so leicht, magische Momente für eure Kinder zu kreieren. Warum tun sie so viele schwer mit Erziehung? Aber ist es nicht oft so, dass dann auf dem gedruckten Foto man schlechter aussieht als in echt? In dem Fall, guck mal, gerade bei dem Kind ist ja das echte Foto noch viel schlechter bearbeitet. Nee, das ist gefotoshoppt. Ja, ja, aber eben drum. Das sieht doch aber schau dir mal die Haare an. Was ist denn da passiert? Völlig missraten, ausgeschnitten. Guck mal, da sucht man noch mal ran. Also da würde sich jetzt Dima, wenn er gerade in der Grafikabteilung sitzt, würde sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, weil das sind einfach die da drauf, ne? Die wurde wahrscheinlich auch geshoppt. Ja, das sind die da drauf, wie du schon von Anfang an gesagt hattest. Nee, aber es ist exakt dasselbe Bild, meine ich. Ach so. Ja, wobei das Mädel guckt ein bisschen, ja, oder? Nee. Ich glaube, das Mädel, ja, man weiß es halt nicht, weil sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurde. Durch Photoshop. Aber hier sind auch noch so Ränder vom Ausschneiden. Was ich lustig fände, ist, wenn man das Kissen einfach nur mit diesem Motiv bestellen kann. Das ist das Einzige. Wie, ich kann da nicht mein eigenes Foto? Nee, das sind die beiden. Ach so, da ist ja eine Krone noch drauf bei ihr. Auf dem Kissen. Ist sie eine von uns? Ach. Holst du die Krone? Sie holt die Krone? Ich hol mir auf jeden Fall gleich mal ihre Krone ab. Das weißt du ja selbst wo ganz gut. Vor allem, dass sie Brie Larson bekommen haben für den Fotoshoot, ist finde ich verrückt. Ist das eine Pornodarstellerin? Ach, Lars. Hör doch auf. Wieso führe ich eigentlich nicht? Es steht 4-2 hinten. Ich hätte gerne das Kissen genau so. Das wäre dann mit Add Your Text. Ja, das ist dann der geil. Gag. Das wäre so geckig. Ich fänd's lustig. Ich fänd's immer geckig. Lustig. Und wenn ein Besuch kommt, kann man die dann überraschen und verwirren. Und dann noch den Papst im Hintergrund als Papp aufgestellt. Wir haben das perfekte Weihnachten für euch schon geplant. Wenn ihr wirklich einem eurer Liebsten zu diesem Weihnachten eine Überraschung macht, dann schenkt ihm oder ihr ein Kissen mit genau diesem Motiv. Macht hier einen Screenshot und macht ein Motiv und dann einfach, weil es gibt ja eigentlich kein soziales Protokoll für Geschenke ablehnen oder schlecht finden. Du musst jedes Geschenk gut finden. Aber fangt mal an, so wirklich Gaggeschenke rauszuhauen und wirklich nicht so Leuten mit euren Freunden, wo Gaggeschenke okay sind, sondern wirklich mal Onkel Harry oder so, der keinen Spaß versteht, dem dieses Bild schenken und filmen dabei als Kissen und dann filmen dann einfach so und wie gefällt's dir? Ja, ist doch, ich meine, das sind zwei fremde Menschen. Ach, guck mal, jetzt sehe ich das auch. Geh noch mal drauf. Die auf dem Kissen haben ja, glaube ich, das ist das Originalfoto. Aber sie haben die rosane Kleider an und jetzt genau, guck mal. Dasselbe Oberteil, das aber gefärbt. In grün. Die haben aber das per Hand oder was? Nein, die haben das dann ja mit Photoshop so entstellt. Wieso haben sie es nicht umgekehrt gemacht? Wieso haben sie das echte Foto nicht als das große und das bearbeitete auf das Kissen gemacht? Das wäre doch viel logischer gewesen. Das Grüne aufs Kissen. Na gut, die wollen halt das Schöne haben. Naja, ich hoffe, dass aus der Community ein paar Leute das Foto genauso bestellen, das Kissen meine ich. Ja, aber ich will das noch 5-6 Mal noch weitere Hochinstanzen. Ja. So, wir haben jetzt wieder unterschiedliche Größen. Übrigens, ich würde eins mal sagen, noch schöner als diese Kinder und diese Mutti da irgendwie als Motiv auf dem Kissen zu haben, wäre doch auf dem Kissen ein Stück Senf zu haben. Oh, herrlich. Oder mit Senf gefülltes Kissen. Ich glaube, wenn es in einer Plastikpackung ist, so dass es nicht schlecht werden kann, ist Senf, glaube ich, sehr weich. Sehr anschmiegsam, glaube ich. Ja. Patatentante. Ach, bist du der Erfinder? Ich habe gehört, es wird jetzt so ein Wasserbett entwickelt, nicht mit Wasser, sondern mit Senf. Bist du wirklich? Da, steckst du da dahinter? Ich werde da drin stecken persönlich. Ich werde da einen schönen Reißverschluss aufmachen und dann rein da.
super weich. Die Kissen ist so unglaublich weich und kuschelig, hat sich gelohnt. Die Lieferung war auch top. Stell mir wirklich vor, du bestellst ein Wasserbett und dann stellt sich heraus, nach 10 Jahren erst, dass da eine Wasserleiche drin ist in dem Wasserbett. Eigentlich der perfekte Mord, oder? Ja. Ja gut, man bestellt natürlich das Wasserbett nicht mit Wasser, das wäre ja blöd. Dann musst du ja 2 Tonnen transportieren. Aber grundsätzlich trotzdem guter Joke. Also, okay, hier wurde die Qualität ist hervorragend. Ich werde es definitiv nochmal bestellen. Senpai, Hentai, Hentai. Senpai, Senpai. Senfpai? Senfpai. Teach me Senfpai. So, also hier auf jeden Fall wunderbare Erinnerung nochmal in Kissenform festgehalten. Ich glaube, das ist sehr günstig. So ein Kissen kostet bei Ikea 3 €. Dieses bedrucken Quatschding ist mittlerweile auch schon, das gibt's seit 30 Jahren. Das ist mittlerweile so effizient und so no-nonsense irgendwie in Tschechien ausgelagert oder so. Ich glaube, das ist nahezu wertlos. Also, es kostet fast nichts. Also kriegst du fast noch was raus. Also 40 auf 40 ist jetzt eher so ein kleines Kissen. Da kostet so ein Überzug vielleicht mal irgendwie so 14,99 und dann auch noch mal eigentlich so das Kissen an sich vielleicht auch noch mal 10, wenn wir jetzt von einer guten Qualität sprechen, in dem Fall natürlich nicht. Dann sind wir bei 24. Naja, wenn du das bedrucken kannst, das ist natürlich auch in gewisser Weise kostenaufwendig, das überhaupt erst zu drucken für jeden Einzelnen. Deswegen sind wir da schon. Wir sind schon bei unseren 23,99 €. Nee. Nee, so viel nicht? Weniger? Das ist zu viel. Zu viel? Das ist zu viel. Aber es ist ein guter Geschenkpreis, wo man so sagt, es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, 23,99 €. Ja, ist wahrscheinlich zu viel, ne? Nee, das ist, guck mal, Dinge auf Stoff drucken ist somit das Billigste, was es gibt. Schau mal, wie wahnsinnig billig Merch ist und sowas und wie billig du sowas so bei Gadgets. Ja, aber jetzt guck doch mal, wenn du jetzt die Rocket Beans T-Shirts druckst, dann druckst du davon 100 Stück, die Maschine muss nur eine Sache machen. In dem Fall muss die Maschine ja jedes Mal was anderes drucken. Ja, der Maschine ist es doch egal, die kriegt einen Pfeil und druckt es drauf. Die muss ob die jetzt 100 rechnen. Mal dasselbe Foto druckt oder 100 verschiedene. So viel Gelbtöne, keine Ahnung, wie das funktioniert. Der Maschine ist es egal, die macht das keinen Unterschied. Natürlich ist es ob die 100 verschiedene Bilddateien hat. Ist es ein Unterschied, ob du eine Sache durchgängig machst oder jedes Mal eine neue Dings reinladen musst. Wo ist Dennis? Dennis. Ich sag, wir sind hier bei 18,99 €. 18,99 €. Das finde ich nett. Nah an meiner Schätzung. Und das finde ich langsam. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt 4,000 € sagen oder was? Es ist natürlich auch eine nette Idee und ich glaube, das ist wirklich was, wo man wirklich für jeden schwer beschenkbaren noch was findet. Wir sind ja bei 18,99 € gegen 23,99 €. Du hast die Senfkarte gezogen. Ach ja. Ob dir das ein weiteres Pünktchen beschert oder nicht, das sehen wir gleich. Senf drauf! 3-sekündigen Pause. 3, 2. Schön, Tube Senf drauf! Bitteschön. 19,99 €! Senf abgewehrt! Wo stand denn abgesenft? Das jetzt? Wo stand denn das jetzt? Da unten, in der Mitte. Da. Bei Preis. Ey, come on. Also, das ist ja. 1 € dran, ne? Muss ich auch mal ganz kurz sagen. Ach, auf jetzt. Ich war sowieso. Umami. Ich war sowieso mal dafür, bei pfiffige Ziffern. Wir können es in Zukunft einfach mal auch machen, mal ausprobieren, vielleicht auch mal eine Idee von mir machen. Bei Klicks und so mit Geiern finde ich total cool, dass man diesen Faktor mit drin hat. Bei pfiffigen Ziffern ist albern. Weil du hast natürlich schon recht, du kannst jetzt nicht 4,000 € schätzen. Also kannst du dich gar nicht weit weg von meiner Schätzung machen. Wir schreiben das vorher auf. Nein, Mama. Doch. Ach, Quatsch. Wir schreiben das vorher auf. Nein. Bei pfiffigen Ziffern schreiben wir das vorher Nein, auf. Das ist Quatsch. Wir sind doch Ehrenleute. Wir machen das heute schon seit Jahren. Ja, nicht. Ach, das war doch nicht. Das war Quatsch. Nee, sorry. Ich war 1 € vom Preis weg. Das war eine brillante Schätzung. Ich wäre 3 € davon entfernt. Dass du mir das jetzt nicht gönnst. Boxnudel. Dass du mir das nicht gönnst und sagst, ich versuche durch irgendwelche Ecken Regellücken. Geh deines Weges. Wir werden Weihnachten nicht zusammen feiern, das sage ich dir. Und Silvester bist du ausgeladen. Ja, und ist auch besser so, denn wir sollten alle zu Hause bleiben. Dieses Weihnachten. Richtig. Schöne Zoom-Weihnachten. Also, 6 Kilo Umami. Was genau war Umami nochmal? Ist es nicht diese andere Geschmackssache, dass du, dass du so bitter, süß, sauer, so diese Geschmackskomponenten genau. Und eine davon ist Umami? Ja, das ist so dieses Geschmacksverstärker-Ding, was du so ein bisschen mit so Glutamat verbindest und Geschmackverstärker. Aber eigentlich natürlich ein ganz toller, toller Geschmack. Und das ist einfach Zwiebeln und Knoblauch und Pilze, oder was? Das ist ein, also zum Beispiel, wenn du ein Gericht kochst, ne? Und du machst dazu Knoblauch rein, dann schmeckt das einfach besser.
Das ist ein Geschmacksverstärker. Knoblauch ist ein Geschmacksverstärker, natürlich, ja. In dem Fall machst du ein paar Sachen, die Geschmäcker verstärken, nämlich für diesen Umami-Geschmack sorgen, der dann letztendlich als Geschmacksverstärker aber bei dir ankommt. Aber wie schmeckt das alleine dann, wenn du nur dieses Umami... Aber wenn du nur Umami-Pulver... Du kannst es dir ja mal bestellen an Weihnachten und einfach mal... du machst dir an Weihnachten schön Pommes mit Umami. Eine Packung Pommes und das dippst du immer in so eine Knorr-Umami-Packung rein. Oh, was sogar mit einem Video. Achtung, wir schauen mal. Nee, das ist doch bestimmt wieder mit Trailer, mit Musik. Auf, das ist doch... Ich sag euch, das Video wird gesperrt. Es ist GEMA-Mucke. Besser ist es. Trottel glauben mir auch noch. We free chefs to love what they do. Okay. Also, Umami, ja, das sind, wie viele Kilo sind das? 1 × 6 Kilo. Aber sowas ganz ehrlich, sorry, da komme ich als Kochpurist nach vorne und sage, das geht nicht. Du kannst dir so einen Umami-Scheiß nicht kaufen. Du kannst doch einfach einen Knoblauch dazu machen oder vielleicht noch deine Champignons oder so. Aber du kannst nicht diesen Umami-Geschmack künstlich herstellen. Also du kannst schon, aber das kannst du nicht dazu machen. Und dann ist es auch noch top bewertet. Und das ist für mich so ein richtiges Dummdödel-Produkt. Jetzt haben wir wieder hier die Situation, Spar-Abo mit 10% Rabatt. Wollen wir nicht einfach die einmalige Lieferung machen? Ja. So, damit wir nicht dieses Prozent quatschen. Ja. Also generell Aromat. Ja, das ist doch alles so Maggi-Fix und so. Das ist doch alles dieses Umami-Geschmacksverstärker-Ding. Und jetzt hat man einen Namen dafür gefunden, dass es nicht mehr so nach Maggi-Fix klingt. Und es heißt Umami und das ist was Besonderes. Im Endeffekt ist es der gleiche Schund. Ich hatte an Umami-Geschmack gedacht, geliefert wurde eine Dose Speisesalz. Ja, gut. Für eine fein abgestimmte Küche nicht notwendig. Teuer, aber gut. Ja, vor allem, ja. Teuer, aber gut. Oh, wichtig. Leider etwas zu teuer. Da der Grußteil, man kriegt nämlich auch noch einen kleinen Grußteil mit. Kleinsten kurzen Salzgruß aus Bad Reichenhall. Mhm. Liebe Grüße an unsere Freunde aus Bad Reichenhall. Servus. Gewürz Turbo macht genau das, was Umami verspricht, eine Beschleunigung. Ja, das ist... es ist keine Verstärkung, es ist eine Beschleunigung. Ja. Der Geschmack ist schneller im Mund. Der Geschmack wird gar nicht verändert in der Essenz an sich, es ist nur schneller. Schneller. Ja? Also beim normalen Essen muss man ja locker 20, 30 Minuten warten, bis der Geschmack endlich... Du verstehst, ist es jetzt salzig, ist es Pfeffer? Nee, sofort Salz. Ja, komm, lass mal schön Umami röhren hier. Ja. Wie viel Umami hast du unter der Box? 34,9. Nee, das ist für mich so wie ein bisschen wie Doping. Klar kannst du einen Fahrradfahrer dopen und dann fährt der schneller. Aber du willst doch sehen, wie der sich durch Training nach oben arbeitet, oder? Und nicht durch Umami. Ich bin da an deiner Seite. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Weil ich finde, es gibt Dinge, die wesentlich besser schmecken als Umami. Zum Beispiel Senf. Na gut, dann bitteschön. Also, 6 Kilo, es heißt, es ist etwas teuer. Da bin ich natürlich bei ungefähr, es ist natürlich ein Massenprodukt, ne? Es ist nichts, was man jetzt so im Regal im Supermarkt kauft. Das ist eher so ein Metro-Produkt, ne? Für Leute, die das beruflich nutzen. Das ist in der Regel ein bisschen günstiger, gerade auf die Masse. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier bei... Na gut, wenn er sagt, hauptsächlich Salz, wie viel kosten 6 Kilo Salz? Kosten 6 Euro oder sowas. Salz nahezu wertlos. Also 6 Euro mal für Salz. Das weiße Gold. Wenn er sagt, teuer und 6 Kilo, bin ich bei 20 Euro, 25 Euro, 23 Euro, sowas in der Ecke. Kostet alles ähnlich heute, ne? Das ist das letzte Produkt, höre ich gerade. Ich kann überhaupt nicht mehr gewinnen. Das ist doch pfiffige Ziffern. Ich gewinne immer. Ich bin hier bei... Er sagt teuer, also bin ich bei 24,99 Euro. 24 Euro? Ja. 24 Euro? Ich finde, das kann man, wenn man wirklich das mit Salz vergleicht, ist es teuer, aber trotzdem. Jetzt frag dich nochmal, warum du verlierst. Weiß ich nicht, ich habe vielleicht nicht genug gegeben. Ich hab mal wieder einfach getrödelt. Ich habe kein Umami drin. Bummel. Ja, da war kein Umami drin. Kein Umami heute dabei. Umami! Hm.
Tja, also ich kann ja eigentlich nur noch richtig schätzen. Das Problem ist, das wird keine 3 Euro oder sowas kosten. Sonst würde man nie und nimmer sagen, dass es teuer sei. 24,99 Euro ist auch schon teuer, ne? Aber wie viel ist da drin? 6 Kilo? Nee, das ist teuer. 6 Kilo? Ja. Nee, das kannst du nicht wieder. Das ist 6 Kilo? 24,99. Nee, davon kannst du ja wahrscheinlich 15 Jahre lang Essen zubereiten von 6 Kilo. Wobei ich letztens wirklich auch gesehen habe, ich meine, es war bei Somebody Feed Phil, die Netflix-Doku-Reportage mit Phil Rosenthal, der dann da in Asien auch war. Und dann hat die gezeigt, oder es war woanders, was weiß ich, hier kann ich eine Suppe kochen und dann kommt da rein das, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und Umami. Und hat dann da, nee, Glutamat war es, Glutamat reingeballert. Also die Geschichte hat von vorne bis hinten Schwächen. Ich werde sie nicht nochmal erzählen. Mir hat sie gefallen. Danke. Ich sag, das ist teurer. Und zwar 34,99 Euro. 34 Euro. 99. Das ist eine schwachsinnige Schätzung. 34 Euro. Das war eine dumme Geschichte, eine dumme Schätzung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. So dumm war sie nämlich. Aber es hat auch wirklich die ganze Zeit wehgetan. So dumm war sie gar nicht, wenn wir uns mal die Lösung angucken. 25 zu 35 Euro, wer liegt näher dran? Es ist 73,85 Euro. Hätte ich genau schätzen müssen. Dann okay, das ist wirklich teuer. Dafür, dass es hauptsächlich Salz ist. Naja, es ist wahrscheinlich für die Großküche gedacht. 74. Welcher einzelne Typ kauft sich denn fucking 6 Kilo von dem Dreck? Na gut, dann freu dich. Komm. Ach, Moment, Alter, wir müssen kurz die Punkte auszählen. Das heißt, du kriegst noch einen Punkt. Du kriegst noch einen oder hast du schon eine Idee? Ich glaube, das wurde schon draufgerechnet. Also hast du 3, okay. Dann haben wir, ich hab 5. Ja, du hast 5. Dadurch hast du mehr als ich. Dadurch hab. Mehr als ich, ja. Du hast, genau, ich habe 3 und du. Habe ich ja mehr Punkte als du. Hast mehr, genau, ja. Hast du ja mehr Punkte gemacht als. Als ich, ja. Dann kriegst du eine Krone und hast gewonnen. Wer gewinnt jetzt nochmal? Der mehr Punkte hat oder der weniger Punkte hat? Meist dann die mehr Punkte haben, mehr Punkte die gewinnen dann hat, meist ja. Auch, ja. Dann habe ich gewonnen anscheinend. Liebe Leute, dann habe ich ja gewonnen! Ich komm zurück! Ja, ich komm zurück! Falls ihr dachtet, pfiffige Ziffern, wenn nicht so gut wie verflixte Klicks, weil ich da auch nicht manchmal gewinne, dann habt ihr euch aber sowas von auf dem falschen. Habt ihr euch falsch abgebogen? Hingelegt. Falsche Pferd. Ah, oh, so viele Kronen. Ja, aber ja. Jetzt stehen es nur noch 18:3, meine Damen und Herren. Lars Pausen, als letztes Wort möchte ich noch was fragen. Umami? Ich habe ja damals 2004 den Umami in Thailand überlebt. Und deswegen kann ich euch frohe Weihnachten wünschen. Und ach nee, wir sehen uns ja sowieso noch mal. Aber kaufen, ne? Ihr könnt die ganzen Produkte noch mal sehen. Vor allem aber abliken. Ich mag pfiffige Ziffern gerne. Ich glaube, dass Florentin Wilder langfristig keine Chance hat. Und deswegen spiele ich das gerne. Unterstützt mal aber auch bitte eure lokalen Weihnachtsbaumtaschengeschäfte. Auch die müssen was verdienen zu Weihnachten. Macht das. Ansonsten frohe Weihnachten, frohe Geschenke. Viel Spaß dabei. Und jetzt ganz viel Spaß bei Kino Plus. Ciao. Auch eine gute Sendung. Ja, fand ich auch. War okay. Schau ich mir an. Ja, war ich auch. Wollen wir jetzt gleich zusammen angucken? Ja, können wir machen, gerne. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Pausen.